Willkommen zurück zu A Man of Medan. Wir sind immer noch auf dem Schiff als Fliss. Falsche Taste. Ah, okay. Schneller gehen jetzt. Geht jetzt nicht. Ein Bild. Nee. Ich wollte das Bild angucken. C'est quoi ce bordel? Eine Sackgasse? Ich würde sagen, der sieht gerade Dinge. Okay. What the hell? Dann können wir jetzt das Bild angucken. Klar. Gucken wir aber trotzdem noch mal. War hier wirklich eine Sackgasse? Tatsächlich. Alter! Ist er immer noch da? Nein, okay. Holy moly. Eigentlich sollte man es erwarten. Danke. Gut, dass das Licht ausgegangen ist. Ah, okay, jetzt sind wir hier in dem Frachtraum. Jesus. What happened down here? Okay, ich hab's verstanden, gedrückt halten. Charles T. Perez und so weiter und so fort. Noch um die Ecke. Da hat irgendwas. Sieht auf jeden Fall nicht normal aus. Das Messer könnte uns natürlich auch zum Verhängnis werden. Okay, hier geht's.
ging es nicht mehr weiter. Dann ab durch die Tür. Okay. Shit. Shit, 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 shit. Fuck, shit. Ach, er lebt ja auch noch. Alright. Alright, let's go. Buck up. Buck up, you motherfucker. Come on. Come on! Gott sei Dank kamen da jetzt keine Quicktime-Events. Holy shit. Okay, wir sind jetzt oberhalb vom Frachtraum. Gucken. Wachdienste. Okay. Das war sehr laut. Hello? Who's there? Da hängt jemand. This can't be good. Hing der schon vorhin da? Das sieht vielversprechend aus. Die hatten auf jeden Fall vor irgendwas Angst. Locker Room. Was da? Jetzt geh halt da lang. Eine Taschenlampe. Oh. Das fand ich in Outlast schon so scheiße. Was ist ein Hinweis? What? That's not.
Mitnehmen. Aufsetzen. Er hat es wirklich mitgenommen. Alter. Natürlich gucken wir da jetzt rein. Give me a fucking break. Nochmal. Okay, das ist nur eine Sackgasse, dann weiter bei den Spinden. What am I hearing? They're close. Defend our future. Ich glaube nicht, dass auf dem Schiff das Zeug noch rumliegen muss. Materialanforderungsformular. Gerät, Atemgerät und Filter. Abgelehnt. Das klingt doch immer gut. Senfgas. Okay. Maybe they're through here. Schauen wir gleich. Schauen wir gleich. Na, jetzt dreh dich halt. Meine Güte, die Steuerung. Okay. Okay, irgendwas sollte erledigt werden und nicht rauskommen. Da ist, glaube ich, gerade Licht angegangen. Das alles barfuß. Alex? Julia? Hallo? Schrei nicht so rum. Das könnte jemand hören. Ein Bild. Helikopter. Todsicher. Okay. Das ist nie ein gutes Zeichen, wenn die Tür automatisiert so stark zugeht. Okay. Ah.
Who's that? Ist das Wasser denn bitte? Get away! So ein Anlegeplatz für U-Boote. Oder für kleinere U-Boote. Okay, Funksprüche gingen wohl nicht mehr raus. Yo, take it. Das ist noch gut mitnehmen. You're not supposed to be out here. I'm not supposed to see this. Okay, dann sind wir jetzt einmal rum. Dann müssen wir jetzt in die Grube springen. Alex? Julia? Oh, tschüss. Alter! Nein, der gute Schrank. Okay. What the hell? What is going on here? Eine Kugel. Alter, was zur Hölle? Was zum Teufel? Das fand ich jetzt irgendwie nicht gruselig. Alter, okay. Das ein bisschen. Aber was zur Hölle? Ich hatte erwartet, dass irgendwas sie anpackt, aber. What the? What in God's name is this? Wir sind doch gar nicht auf der Titanic. Wobei das echt cool wäre. Erinnert mich auf jeden Fall an den Film Ghost Ship. Aber ich glaube, das soll es auch. This place is not right.
Not right, ja, das trifft es ganz gut. Ein Blutbrunnen. Hat man so heute, muss so. Ich weiß nicht, warum ich da jetzt hinlaufe, aber ich laufe einfach mal hin. Ich vermute, ich muss da sowieso hin. Come on, Fliss, keep your head on straight. Irgendwas zum Antatschen. Hallo? Blut auf dem Boden. Okay. Gibt wohl nicht mehr zum Antatschen. Dann durch die Tür. Gibt ja nur einen Weg. Oh doch, da gibt es noch was zum Antatschen. Ein Buch. Kabale, Siegel, Pentagramm. Ja, klingt nach einem Ritual. Strom? Strom, sondern ein Vorhang. Ein Sarg? This is too weird. Oh, wir laufen auch gerade durch Blut. Läuft. Irgendwie zu erwarten. Okay. Alles normal. Alles normal. Mein Gott, jetzt das ist ultra nervig. Da ist ein Schloss dran. Gold, Manchurian Gold. Das hier ist nur Wasser. Hm.
Das ist gut gemacht, dass sich das hier so geändert hat. Weil die Steuerung hätten sie ein bisschen direkter machen können. Figuren reagieren extrem träge auf Bewegung. Da ist wieder das Buch. Wahrscheinlich das Handbuch. Field Manual, ja. Ja. Hier hinten hat noch was geleuchtet. Natürlich. Und? Da war der Geschichtenerzähler. Was zum... Hey! Brad? Captain? How did you find me? I'd say my plan of hiding from the crooks was a pretty solid move. Yeah, I'll definitely give you that one. Keine Zeit für Vorwürfe. Now they don't know how many of us there are. What's with the gas mask? I found it in one of the lockers. I thought it would help, but I don't know. We should get out of here. Der Geschichtenerzähler war auf jeden Fall zu sehen. Safe to say that we are now lost. It's a big ship and have a lot of corridors. We just gotta explore every damn one of them until we find a way out. Ich bin mal gespannt, worauf das hinausläuft. Aktuell ist es einfach nur so. Jesus. Wow. That is so not what you want to have happen when you're on a boat. Bisher ist es ja nur, wir sind auf dem Boot, bisschen Geister. Hochklettern. Hochklettern. Meine Güte. Wow, that's some ledge. Come, Brad. Come over here. Whoa. Maybe up here. I don't think we can go any lower. I'd say that's the main drive shaft. You ready? Yeah. That looks like the way out. Ich wollte jetzt gerade sagen, nicht wieder runterspringen. I wish I could say this was going to help, but it's kind of lame in every way. Naja, zum Schlagen hätte es schon gereicht. So ist es nicht. Shit, Sherlock. You're catching on. No, there's no way down this grate.
vielleicht doch. Und zwar, wenn wir dieses Ding... Wenn wir dieses Ding in der Ecke nochmal angucken. Einfach zum Draufhauen. Okay. Dann müssen wir wahrscheinlich hier runter, hm? Yo, Brad. Check it. That ladder. That could be our ticket out of here. Der steht schon wieder da hinten rum. Wanna draw straws? Wir gehen selber. I'll go. Okay. Be my guest. Yo, Fliss! You okay? Yeah, sure. How about you? Wir kommen da nicht wieder raus, huh? Great. That's gonna be a big help. Damn it! It's okay. Maybe there's another way. I'm looking up here. There's gotta be something. Ja, ja, sieh du dich um. The ladder is for shit. So kann man es auch ausdrücken. Das war eine ganz beschissene Idee. Scharnier ist eh schon kaputt. The hinge looks weak. Jetzt mach! Alter. Das Messer ist jetzt natürlich weg. Brauchen wir zumindest die Leiter nicht mehr. Aber holy moly. Hey, come on. Aber hier machen wir erstmal eine Pause, weil wir sind schon ein bisschen über der Zeit. Und bis hierhin sage ich danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da, gerne auch ein Abo. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, ciao.